Ja. So. Es freut mich, endlich mal einen vollen Saal zu sehen. Und wie sollte es anders sein? Natürlich sind wir alle hier zum Cosplay-Wettbewerb. Allen voran natürlich die Cosplayer. Wir entschuldigen uns für die entstandene Verspätung, aber die Jury wird es nachher bestätigen, die Cosplayer waren so zahlreich, dass wir mit der Zeit nicht aufgekommen sind. Aber wir wollen uns trotzdem bemühen, und vor allem die Cosplayer wollen sich bemühen, euch bestens zu unterhalten. Bevor wir anfangen, möchte ich noch, die Jury bitte einmal aufstehen und sich umdrehen. Ja, wir haben beim Cosplay-Wettbewerb einiges zu bieten. Wir haben einen echten Grafen zu Gast, eine richtige Göttin ebenfalls und ein Mädchen mit Zauberkräften. Man darf also gespannt sein. Wir fangen mit einem hohen Besuch an, einen waschechten Grafen. Und dieser Graf dürfte jedem bekannt sein. Er ist ein Graf bis aufs Blut und Blut ist wirklich in diesem Zusammenhang das Wort der Stunde. Ich darf zu mir auf die Bühne bitten, Ghost of Kay als Graf Dracula. Der Graf scheut das Sonnenlicht natürlich. Ja. Welches Jahr haben wir? Richter Belmont tötete mich das letzte Mal. 1875. Das müsste jetzt so 100, 150 Jahre her sein. Noch ein bisschen steif in den alten Knochen. Das Schloss, ja, sieht gut aus. Bisschen, verdammt, sie haben noch immer nicht die Kellerverliese. Ach, und diese verdammten Kapellen, ich habe ihnen schon vor 300 Jahren gesagt, der Richter hält sich in den Kapellen, aber nein, sie sind gut für das Ambiente, lassen Sie es auch drinnen, Herr Graf. Okay, die Truppen, Zombies sind da, Werwölfe, ja, Werwölfe auch da, Skelettkrieger, Arme heben, in die Luft werfen, ja, ach verdammt, der hat meinen Vorrat wirklich dezimiert. Naja, grässliche Ungeheuerlichkeiten, ausreichend vorhanden. Frisch gezapft, ein kühles Blondes. Guter Jahrgang, etwas säuerlich, scheint noch Jungfrau zu sein. Ja, das ist ein guter Linzer Jahrgang, muss ich sagen. Schauen wir mal, welches Jahr haben wir denn heute? 2010? Verdammt, ich werde alt. Ich hätte vor 10 Jahren auferstehen sollen. So ein verdammter. Ach, was gibt's denn in den vampirischen Zeiten? Oh, mein Sohn, Alucard, er heiratet, na endlich. Und eine Van Helsing, eine gute Familie, die haben schon immer versucht, mich umzubringen. Sir, Lady, Integ, Sir? Sir? Die Helsing ist auch nicht mehr das, was sie mal waren, furchtbar.
Naja, was sehen wir? Zombies. Regelmäßiger Ansturm von Zombiewellen, in den letzten Jahren stark angestiegen. Unnötige Ausbrüche, Ankündigung von Untergang. Vorbereitungen kommen gut. Oh, das lese ich ja gern. Neuer Vampirhöhepunkt. Die Welt, was? Liebt Vampire? Nein, was heißt hier liebt? Es muss heißen fürchtet, erschaudert. Okay, aufgrund populärer Serie, Geschichte nach wahrer Begebenheit, Edward Cullen. Cullen! Oh! Kaum schläft man 150 Jahre und ich weiß ja, es hat ja angefangen mit diesem Graf Frohlock. Ein munterer Geselle singt den ganzen Tag. Aber das geht so weit. Kallens, diese verdammten Bastarde von Vegetariern. Einfach blutorange und Getier fressen. Was? Liebesbeziehung! Bella. Das hört sich an wie ein Hund. Bella. Komm, Bella. Platz. Sitz. Oh. Na gut. Aber schauen. Bella Swan. Kenne ich die Swans? Irgendeine untote Familie namens Swans muss irgend so was Amerikanisches, neumodisch sein. Diese neue Welt da. 200 Jahre entdeckt und schon 400. Wie die Zeit vergeht. Was? Was? Sie lebt? Diese können nicht nur Vegetarier jetzt auch noch mit ihrem Essen spielen. Oh Gott. Richter, komm ich mal am Arsch. Ich geh wieder schlafen. Furchtbar, diese Zeiten! Graf Dracula, meine Damen und Herren. Entgegen landläufiger Meinung kann sich wie andere nächtliche Wesen auch der Vampir durchaus bei Tage frei bewegen, obwohl es nicht der natürliche Teil ist und seine Kräfte nachlassen. Von einem eher gefürchteten Wesen kommen wir zu etwas, was viele Leute lieber sehen würden, ja? Und zwar zu einer echten Göttin. In diesem Fall ist es eher eine Schicksalsgöttin und wir werden sehen, was das Schicksal und ihr alle heute für sie bereithält. Ich bitte auf die Bühne Duchesse Saeko als Skuld aus Oh My Goddess. Hallo, also ich bin die Skuld und ich habe für meine Mami ein Muttertagsgedicht geschrieben und das würde ich euch jetzt gern vortragen. Also, liebe Mami, du alte Schabracke, das Leben ist kacke, die Wohnung, die stinkt, weil keiner dich zwingt, hier alles zu putzen, man muss dich nur benutzen. Du bist unterbelichtet. Und das andere steht im Text. Du bist unterbelichtet, man hat mich nur gezüchtet, weil schau auf die Schwestern, die sind doch von gestern. Da ist zum Beispiel die Urt, die immer rumhurt und dann noch Bell Dandy, die macht's übers Handy. 090 und 6 mal die 6, die macht Telefondienste, falls du es noch nicht checkst. Und ich hau mit dem Hammer Viecher zu Brei und bin noch immer besser als die anderen zwei. Also, liebe Mami, mein Geschenk für dich, das Beste, was du kriegen kannst, bin immer noch ich. Was sagt ihr dazu? Wird das der Mami gefallen?
Wer ist jetzt draußen? Der Fairy Trail gucken soll kommen. Ist die Fairy Trail gucken da? Fairy Trail Gruppe, ist sie da? Ja, Fairy Trail ist unten. Ja, also die da. Ist eigentlich als nächstes. Braucht ihr was? Soll ich ihn in die Mitte stellen? So, da hat sich eine Gruppe vorgedrängt. Wir machen weiter mit einer anderen Gruppe, nämlich mit der Fairy Tale Gruppe. Nein, eher mehr abseits, oder? Sind wir jetzt dran? Und. Bitte, Fairy Tale Gruppe auf die Bühne. Ihr müsst euch schon hinstellen. Und ich glaube, die Gruppe benötigt einen Sessel. Er braucht auch keinen Sessel? Ja, wurscht. Keinen Sessel. Bitte einen extra Applaus. Stellen Sie. Wieso sagt man das? Hey, oh, was ist denn los mit dir? Ach, Mira Jane, das typische Frauenproblem. Oh, du hast deine Tage. Nein, ich brauche einen Mann. Oh, seit Lisanna wieder lebt, kann ich ihn nahezu abschreiben. Die macht mir nur Konkurrenz. Ein Ring ihn zu knechten und ewig zu binden. Oh, Lisanna, ich hasse dich. Mira Jane, weißt du nicht jemanden? Wie wär's denn mit Grey? Grey, was? Gib bitte, der ist doch sicher vom anderen Ufer. Ich habe ihn letztens mit einem Kerl nackt rumrennen sehen. Also bitte, Mitglieder vom FKK oder Schwule, na, die brauche ich nicht. Oh mein Gott, jetzt wo du sagst, er tänzelt dauernd nackt vor Natsu rum. Sag ich ja. Oh, was